Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur 5-Euro-Überraschungs-Show. Eine Show, auf die Sie sich natürlich genauso freuen wie wir auch hier bei Pearl TV. Denn es ist eine Schnäppchenjagd, jetzt schon wieder vorprogrammiert in den kommenden 30 Minuten. Tolle Artikel, die alle einen Preis haben, nämlich gerade mal 5 Euro. An jeder anderen Stelle im Programm sind diese Artikel deutlich kostspieliger. Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, sofern wir nichts anderes sagen. Und das sollten Sie auch tun, denn da sind sicherlich auch für Sie ein paar richtige Highlights aus unserem Programm mit dabei. Wir beiden Kerls sitzen jetzt schon hier und warten auf weibliche Verstärkung, genauso wie Sie auch. Und deswegen hauen wir mal auf den Buzzer und holen uns mal unsere Diana dazu, denn die hat in der Regel die tollen Artikel für Sie mit dabei. Und da sind wir mal sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommen wird. Danke dir, Diana. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und die Schnäppchenjagd beginnt. Bitte schnell sein, wenn Ihnen was gefällt, weil Sie wissen, wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Und das ist... Oh, du bist ja eh der Baseballkappentyp. Du ziehst hier unglaublich gern auf. Ja, also eine Baseballkappe. Aber... Das ist nicht irgendeine. Ich möchte wetten, die hat ein Licht mit dabei. Richtig. Ich fühle, sehe... schau mal hier. Das ist eben der Wahnsinn. Cool. Ja. Und zwar mit Akkus, das ist auch wichtig, ist cool. Immer wieder aufladbar. Cool. Und du hast hier wirklich eine tolle Beleuchtung vorne dran. Sehen und gesehen werden ist hier natürlich das Stichwort. Unisex, wie wir das sehen. Ja? Also passt Männlein als auch Weiblein. Aber es sieht auch richtig cool aus. Eine coole Baseballkappe gehört mit dazu, ganz einfach zum Repertoire. Du hast recht, in meiner Freizeit trage ich die auch immer ganz, ganz gerne. Jetzt pass auf, ich hab hier wirklich so fantastische Kundenzuschriften. Die Kerstin aus Große Feen schreibt, habe es für meine Tochter gekauft, die im Winter oft erst im Dunkeln die Ponys von der Weide holt. So hat sie die Hände frei, um die Tiere zu führen, da sie keine Taschenlampe halten muss. Und der Simon schreibt, praktisch, wenn man abends eine Tür aufsperren möchte und sich die Beleuchtung im Treppenhaus ausgeschaltet hat. Also das sind nur zwei Beispiele. Aber ich finde, die sieht auch topmodisch aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich die Jungen von heute, die ja immer so super cool sein wollen, dass die so eine Basecap auch aufziehen, oder? Ja, die sind einfach schwer angesagt. Sind einfach schwer angesagt, solche Basecaps. Und gerade in Schwarz, da machst du definitiv nie was mit verkehrt. Und gerade mit so einem heißen Gimmick dann vorne dran, also so eine schöne LED-Beleuchtung, zuschaltbar oder abschaltbar. Da ist so eine kleine Tasche an der Seite drauf, wo vielleicht auch noch ein bisschen was reinpasst, ist man definitiv up to date. Ich muss es erst verstellen, weil ich einen kleineren Kopf als Diana habe. Ach so, Diana hat einen dicken Kopf. Ich habe ja so einen kleinen, schmalen Kopf. Ja. Sie hat mehr Haare als wir beide zusammen, Ralf. Gucken wir mal. Darum geht's. So. So, und jetzt kommt Licht ins Dunkle, das Ganze per USB ladbar. Und jetzt sehen Sie mich, sehen Sie nicht, aber das Licht. Ich finde, das ist auch wichtig, passive Sicherheit. Also auch, wenn man abends mal spazieren geht, warum nicht? Man wird besser gesehen von Verkehrsteilnehmern. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch eine Sicherheitsoption. Aber ich finde toll, dass man hier keine Batterien wechseln muss. Und du weißt ja, für Basecaps ohne Beleuchtung zahlt man ja schon 10 Euro normal, oder? Ah, locker. Ja. Je nachdem, was draufsteht, wenn also noch irgendwie... Irgendwie was Amerikanisches mit einer Baseballmannschaft oder sowas drauf ist, bist du auch schnell mal bei 20, 25 Euro angekommen. Ist keine Seltenheit. Hier reden wir von 5 Euro. In einer sehr guten Qualität, fühlt es sich hervorragend an, sieht super aus und lässt sich natürlich jederzeit auf die entsprechenden Kopfmaße einstellen. Das heißt, hier haben wir eine Adjustable Cap, wie es so schön im Fachjargon heißt. Ich kann den Zettel trotz Dunkelheit jetzt perfekt lesen. Die Bestellnummer brauchen Sie noch. Das ist die NC 8134 und die 569. Carsten, möchtest du die Basecap vielleicht auch mal aufziehen? In meiner Freizeit sehr gerne, Ralf. Okay, das nächste Mal bekommst du sie dann auf. Ja, aber ich finde, also Schwarz ist natürlich auch top in, ja, weil das ist eine zeitlose Farbe. Absolut. Obwohl viele sagen, Schwarz ist keine Farbe. Aber ich finde es toll. Und für 5 Euro, Color. Wow, das ist wirklich der Hammer. Ja, genau so ist es. Und das für gerade mal 5 Euro mit der Beleuchtung ist natürlich mal ein Riesengimmick. Gefällt jung und alt sicherlich gleichermaßen. Und das Ganze für 5 Euro mal ein richtiger Knaller. Wir holen Diana nochmal dazu, denn sie hat bereits den nächsten Artikel für uns im Petto. Natürlich auch für Sie zu Hause. Und Sie denken bitte dran, Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, bei jedem einzelnen Artikel, wenn Sie das möchten. Also hier ist die Schnäppchenjagd wirklich vorprogrammiert. Ein etwas kleineres Paket, vielen Dank. Es klappert. Ist es eine Mühle am rauschenden Bach? Es sind auf jeden Fall zwei. Eins gebe ich mal Diana. Diana, Achtung, hopp. Und das sieht aus wie eine Uhr. Hopp. Würde ich sagen. Ein elektronischer Timer mit Ton, Licht und Vibrationsalarm. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Also gleich müssen wir den Alarm hören. Aber das ist natürlich schön. Rückwärtstimer, finde ich klasse. Ich denke mal, da sehen wir es, sogar mit optischem Signal oben. Da sehen wir es, optisch und auch akustisch. Stopp, können wir jetzt wieder machen. Also ich
kann man natürlich vorstellen, dass das fürs Kochen oder fürs Backen eigentlich gedacht ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Hier gibt es verschiedenste Einsatzbereiche. Hm. Was haben wir hier? Überall, wo es eher leise sein soll, sind Licht- und Vibrationsalarme perfekt. Zum Beispiel in einer Bibliothek oder auch, wenn Sie Ihren Partner nicht wecken wollen. Und auch beim Meditieren haben Sie jetzt einen perfekten Partner, der Sie sanft an das Ende Ihrer Achtsamkeitsübung hinweist. Weil wir eben hier einstellen können. Das Piepsen, was wir gerade gehört haben, ist eine Möglichkeit. Es gibt das Ganze also auch mit einem Lichtalarm sozusagen. Also dann fängt das Licht an zu blinken. Oder eben auch per Vibrationsalarm, was du natürlich dann spürst, wenn du das Gerät ganz einfach am Körper trägst. Also ich könnte mir natürlich gut stiller Alarm, klar. Dann brauche ich nur hier hinten, da sehen wir das Lautsprechersignal. Ich muss nur den Ton abmachen, jetzt kann ich es nochmal laufen lassen. In 1,53 würde der Alarm losgehen, aber nur optisch und durch Vibration. Ja. Und mit dem Clip kann man das also ganz gut auch hier ganz einfach so ans Hemd klippen. Und jetzt verpasst du das nicht. Aber weißt du, wo ich das auch sehe? Als Spieleuhr. Ja? Viele haben wieder Gesellschaftsspiele, die auf Zeit gehen. Ja. Da gibt es ja so viele Charade oder ähnliches. Das geht alles auf Zeit. Und dann brauchst du natürlich eine zuverlässige Spieleuhr. Viele nehmen ihr Handy, aber ich finde sowas natürlich auch dann schön für jeden jederzeit zu sehen. Aber so eine Uhr allein im Kochsegment kostet ja normalerweise auch 10 Euro. Mindestens. Und da hast du in der Regel das Piepsen oder auch mal ein Gegacker oder sowas, aber wenn die Eieruhr gackert, ist sie in der Regel dann nochmal um ein paar Euro kostspieliger. Ich denke gerade an Pictionary oder an Tabu oder was, wo du gerade Gesellschaftsspiele ansprichst. Ein großes LCD-Display, vierstellig für Minuten und Sekunden, große Start-Stopp-Taste, Countdown und Stoppuhr. Funktion, akustisches Signal, Vibrationsalarm und das Ganze entweder mit Standfuß, mit Clip oder mit Magnethalterung. Und das mit der Bestellnummer NC3118 und der 569. NC3118 und die 569 ist hier die Bestellnummer für den kleinen Alarmgeber, der entweder akustisch, optisch oder per Vibrationsalarm an eine abgelaufene Zeit erinnern kann. Natürlich ist die Zeit frei einstellbar. Ja, was mir gerade gefallen hat, wie einfach das ist. Selbsterklärend. Ich habe schon so Timer gesehen, da hast du noch eine Doktorarbeit machen müssen, bis du es überhaupt eingestellt hast. Da waren so kleine Knöpfchen auf der Rückseite. Also besser als da geht's gar nicht. So, magst du wieder was an? Sehr gerne sogar. Wir schauen mal, was als nächstes kommt. Ich warte ja immer auf Spielzeug. Gibt es für Sie zu Hause auch eine Produktgruppe, auf die Sie warten? Die Damen vielleicht auf Schmuck? Dankeschön, vielen Dank. Schauen wir mal, unser Regisseur, der wartet immer auf Kücheninnovationen. Oh. Aber ich habe auch schon einiges für meine Küche hier gefunden. Das ist weder Spielzeug noch Küche. Das ist mir so ein Artikel, auf den ich immer warte. Ich finde, Pearl TV ist unglaublich stark, gerade bei solchen Adapterlösungen, bei so kleinen Helferlein. In Situationen, wo du manchmal wirklich denkst, verdammt, jetzt hätte ich ganz gerne mal einen Stecker, irgendwie einen Adapterstecker oder einen Zweifachstecker oder irgendetwas Besonderes als das, was man normalerweise von der Stange bekommt. Und hier haben wir, wenn ich es richtig interpretiere, einen Anschluss für den 12-Volt-Stecker im Auto, den du logischerweise mit diesem Stecker blockierst, aber du hast auf der Rückseite dieses Steckers einen weiteren 12-Volt-Anschluss. Das bedeutet, du blockierst diesen Stecker nicht wirklich, hast also weiterhin einen freien 12-Volt-Steckplatz, um zum Beispiel mal einen Ventilator oder mal eine Kühlbox oder sowas anzuschließen. Zeitgleich ergänzt du diesen 12-Volt-Anschluss, den Zigarettenanzünder-Anschluss im Auto, so wie er früher genannt wurde, nochmal um zwei weitere Einheiten. Und das sind zwei USB-Ladestationen. Natürlich dann super, wenn du jetzt nicht nur allein im Auto bist oder wenn du jetzt zwei Geräte gleichzeitig anschließen möchtest, egal ob alleine oder zu zweit im Fahrzeug, denn die kannst du ganz bequem per USB gleichzeitig aufladen und das ganz einfach an der Bordspannung. Zeitgleich hast du eben den 12-Volt-Anschluss auch noch mit dabei. Fast richtig. Was fehlt noch? 24 Volt. Das ist also nicht nur für 12 Volt, also nicht nur für Kfz, sondern auch für Lkw oder große Wohnmobile, die 24 Volt haben. Da machst du das Gleiche. Du hast weiterhin die 24 Volt Steckdose und eben hier zwei vollwertige USB-Netzteile. Übrigens maximal bis 3,1 Ampere. Das heißt, hier kannst du auch locker die großen Geräte anschließen, die oftmals 2,1 Ampere an Strom brauchen. 3,1 haben wir noch ein bisschen Ersatzreserve. Und ich habe sowas mal gesehen an einer Tankstelle. Ja? Und ich meine, okay, da weiß man, ist alles ein bisschen teurer, aber da war so Fernfahrerzubehör. Und dann hat sowas 19,90 gekostet. Ja. Und das nehmen die dir aus der Tasche, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Da wird also häufig dann auch mal, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, mitunter mal eine Notsituation in Anführungsstrichen. Ist ja keine lebensgefährliche Situation, wenn man einfach mal einen Adapterstecker braucht. Aber wenn man ihn ganz gerne hätte, weil man von mir aus in den Urlaub fährt und zwei Personen gleichzeitig ihre Handys oder ihre Tablets oder ihr Navigationssystem laden,
werden wollt, dann braucht man sowas natürlich. Und deswegen greifen Sie da bitte auf jeden Fall zu, um ganz einfach einer solchen Situation, wenn sie denn dann auftritt, entsprechend entgegenzuwirken. Finde ich fantastisch. Ich habe so 2, 3 dieser Adapterstecker-Lösungen bei mir im Auto. Und die haben mir schon so manches Mal aus einer misslichen Situation herausgeholfen. Das war mal ganz, ganz praktisch, sowas mal dabei zu haben. Und vor allen Dingen für 5 Euro würde ich da an Ihrer Stelle wirklich zugreifen. Ist eine schöne Adapterlösung. Ja, was Ihnen noch fehlt, ist die Bestellnummer. Das ist die PX1983 und die 569. Ich denke, sollte heutzutage in keinem Auto fehlen. Aber genau, es geht Schlag auf Schlag weiter. Tschakka. Und da ist wieder Diana und... Ui, Preisalarm! Ja. Das heißt, jetzt hat sich ein Produkt, was viel hochpreisiger ist, hier mit reingeschlichen. Das heißt, für Sie schnell zu greifen, aber eine kleine Begrenzung haben wir, egal was da jetzt drin ist. Maximal 1 Stück pro Besteller dürfen wir zulassen. Oh, das ist klasse. Das ist klasse. Diana, ich darf dir auch gleich da eins geben. Da hast du schon mal von vorgeschwärmt. Das ist diese Entschuldigung, komm her. Diese XL, wow, Frischhaltedose für, wow, Wurst- und Käseaufschnitt. Die finde ich fantastisch. Gerade bei so klassischem Wurstaufschnitt, mal eine Scheibe Schinken oder mal eine Scheibe Käse oder 2, bleibt ganz gerne mal übrig. Ne, wenn man die ganz einfach in eine aufgerissene Packung wieder in den Kühlschrank reinlegt, kannst du quasi zuschauen, wie sie dann mehr oder weniger irgendwann auch nicht mehr genießbar ist. Diese schließt das Ganze luftdicht ab. Ich glaube, du hast auch so eine, kann das sein? Ja, genau. Also viele haben ja solche, also wenn man Wurst irgendwo oder Käse, also irgendwas frisch geschnitten ist, macht man es gerne in Plastikdosen. Mhm. Aber jetzt machst du es auf den Frühstückstisch, dann räumst du wieder alles um, ja, auf schöne Serviertabletts, ja, oder Servierteller, ja, ja, und danach wieder umgeräumt. Wenn du das nicht machst, wird ja die Wurst ranzig, sagt man, mhm, bei uns im Garten. Ja, ja, genau. Oder genau, es gibt harte Ränder beim Käse. Hier machst du das einmal, du hast den Aufschnitt oder die Schinkenwurst oder den Schinken oder den Käse oder den Lachs und machst ihn hier drauf. So kannst du servieren. Und wenn jetzt das Frühstück fertig ist, dann machst du einfach den Deckel hier drauf. Und das ist kinderleicht, wenn man es richtig rum macht. So rum gehört es. Guck mal, hier einhängen. Und jetzt kommt das ganz einfach hier zugeklippt. Und jetzt haben wir das jederzeit sichtbar, was drin ist, aber geschützt. Ja. Und beim nächsten Mal holst du es wieder raus, machst den Deckel wieder runter und kannst es servieren. Also das jetzt für 5 Euro, ich habe mehr bezahlt, ich habe die kleinere Variante, ja. Aber schauen wir mal auf pearl.de und da sehen wir das, 17 Euro. Ich wusste doch, ich habe mehr bezahlt, aber jetzt für 5 Euro, denken Sie bitte dran, ist unser Preisalarm des Tages, das heißt maximal einen pro Besteller, aber wer gerne Wurst und Käse gerade zum Frühstück isst, für den ist das eigentlich ein absolutes Muss. Ich finde, das sieht nicht nur sehr appetitlich aus, sondern hält die Wurst und den Käse und alles, was Sie haben, natürlich etwas länger frisch ist. Lese ich hier gerade, bis für Lebensmittel bis zu 3 cm Dicke geeignet. Aber eine Tomate, eine Gurke, was auch immer du beim Frühstück mit dabei hast, passt da auch rein. Das heißt, dieser durchsichtige Boden, den wir da haben, der ist flexibel, den kann man... Genau, das ist also wie eine Folie, aber eine starke Folie, die frisch hält, aber auch dehnbar ist. Also das muss nicht plan sein. Das ist einfach klasse und ich finde es eben schön, dass du nur den Deckel abnehmen kannst und dann hast du im Prinzip das Serviertablett mit dabei. Aber das jetzt für 5 Euro, na, hättest du mich gefragt, hätte ich es für unmöglich gehalten. Ja, fantastischer Artikel, muss ich zugeben. Das ist natürlich genau das Richtige für jede Küche. Bitte einen pro Besteller. Ist nämlich unser Preisalarm in dieser Sendung. Bestellnummer hierfür ist die PV9264. PV9264 und die 569. Und so ist nicht nur das Servieren ausgesprochen appetitlich, sondern eben auch die Wurst und der Aufschnitt im Allgemeinen einfach länger haltbar. Und das kann gerne bis zu 3 cm Dicke sein. Finde ich ganz hervorragend. Eine schöne Möglichkeit, um auch ein bisschen Geld zu sparen. Ich mag es persönlich, wenn man Lebensmittel wegschmeißt, aber manchmal lässt es sich nicht verhindern. Damit lässt es sich zumindest hinauszögern, aber um einige Tage. Dran denken, es war unser Preisalarm, maximal ein Stück pro Besteller. Also jetzt schwer. Wieder, egal was da rauskommt, bis zu 5-mal pro Besteller. Ja. Wir haben... Auch sowas haben wir immer wieder mal gerne im Programm. Ich gebe dir auch mal eins rüber. Das ist eigentlich das was jeder, ich will nicht sagen, jeder Handwerker zu Hause haben muss. Ich bin der Meinung, jeder Haushalt braucht mal ein vernünftiges Bitset. Ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen wahrscheinlich einen klassischen Akkuschrauber zu Hause haben oder auch gerne mal diese Handgeräte, die man eben mit so kleinen Bits bestücken kann. Und was man dafür natürlich braucht, ist ein ordentliches Bitset. Und das bitte in einer vernünftigen Qualität. Ich lese es hier gerade, also das ist eine richtig gute Qualität und da ist wirklich alles mit dabei. 61-teilig das Ganze, Bithalter und Bits in unterschiedlichen Größen und Profilen mit einer klassischen Größe. Das heißt, die passen genauso in einen Handdreher, den man mit Bits bestücken kann, genauso wie in einen klassischen Akkuschrauber mit hinein. Wie gesagt, der Bithalter für einen Akkuschrauber ist ebenfalls mit dabei. Und ich sehe hier Kreuzschlitz, ich sehe Schlitz, ich sehe Torx, ich sehe Innensechskant, ich sehe Innenvierkant. Also da ist wirklich an alles gedacht. Ein schönes Set hier. Ja.
Und das ist für mich der Wahnsinn. Es ist ein 61-teiliges Bitset. Dann der magnetische Bithalter ist dabei. Das Ganze in Werkzeugstahl, also Chrom-Vanadium. Ja. Und wirklich unglaublich haltbar. Und jetzt für 5 Euro. Ich behaupte mal, dass du für ein 10er-Set im Baumarkt schon 5 Euro bezahlst. Locker. Wenn du Bits kaufst, hier haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von 35 Euro. Und der Fritz aus Berlin schreibt uns, man hat seine Bits immer dabei, sie rutschen nicht mehr raus, sehr praktisch. Und Christoph aus Stuttgart schreibt, endlich der passende Sechskant für den Türgriff der Zimmertüre. Also, er scheint lange gesucht zu haben. Aber egal, was du brauchst, gerade du hast es aufgezählt. Wir haben innen Sechskant, innen Vierkant, wir haben Torx, wir haben Kreuzschlitz, wir haben Schlitz. Also, da ist eigentlich fast jeder Schrauben Kopf dabei, den ich hier dann mit dem richtigen Akkuschrauber oder Schraubendreher eben besorgen kann. Aber so ein Bitset, ich glaube, das ist auch was, was in jeden Haushalt gehört. Und ich schmeiße nicht aus Spaß an der Freude gerade hier so rum. Was ich Ihnen damit eigentlich klar machen möchte, ist die Tatsache, dass die hier sehr aufgeräumt und sehr, sehr gut geschützt entsprechend in dieser Box zu finden sind. Man kennt das, wo gehobelt wird, da fallen Späne, gerade im Handwerkerbereich, im Heimwerkerbereich, da fällt sowas mal runter. Ja, und insofern haben Sie hier eine tolle, stabile Box, die ein bisschen was mitmacht und die Bits entsprechend dort hält, wo sie hingehören. Schön aufgeräumt und vor allen Dingen also auch in allen gängigen Größen vorhanden. 61-teilig und das gerade mal für 5 Euro in Chrom-Vanadium-Stahl. Also das ist schon mal eine richtige Ansage, da freut sich meines Erachtens jeder Mann, jeder drüber, der hier und da mal ein bisschen was schrauben möchte. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Geschenkidee, wo man auch gerne mal ein zweites oder ein drittes von bestellt, um vielleicht mal beim nächsten Besuch beim Freund mal was Schönes in der Hand zu halten, oder? Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NX5852 und die 569. Und jetzt buzzer ich mal, gucken, ich will Spielzeug, vielleicht nützt ja was, wenn ich mal buzzer. Diana, ist da jetzt ein Spielzeug drin? Keine guten Karten. Kein Spielzeug. Okay. So, danke schön. Tut mir leid. Das ist auch was Interessantes. Das dürfte ein USB-Hub sein, oder? Ja, warte mal. Diana, ich gebe dir mal eins. Ich gucke. Und das ist ein jetzt super ein. Kommt. Naja. Also im Handball machst du keine Karriere oder ich auch nicht im Werfen. Ich weiß jetzt nicht, wer war es. Schlecht geworfen oder schlecht gefangen? Wenn er noch heil ist, hat er eine gute Qualität aus der Entfernung. Ein super kompakter USB 2.0 Hub mit 4 Ports und das bis zu 480 Mbits. Kein lästiges Ein- und Ausstecken mehr. Erweitern Sie Ihren Computer um gleich 4 USB-Ports. Und das ist ein Riesenthema. Gerade die älteren Rechner haben zum Teil ein oder vielleicht 2 USB-Ports. Einen brauchst du vielleicht mal für eine separate Maus. Bei dem zweiten hast du von mir erstmal einen Drucker dran. Jetzt hast du aber noch weitere Geräte, die musst du irgendwann an einen USB-Anschluss dranpacken. Ah, ja. Musst du dich also entscheiden, welchen nehme ich raus und welchen schließe ich wieder an. Hier machst du aus einem freien USB-Anschluss gleich 3 Stück an der Zahl. Nein. Also die 4 sogar? 4, ja. Ah, guck, da ist auch noch einer. Okay. Also du erweiterst um 3. Du machst aus einem, machst du 4. Aber weil du sagst ältere Geräte, ich hatte neulich einen nagelneuen Rechner in der Hand. Da war noch ein einziger USB-Anschluss dran. Dann dachte ich, ja toll, wo soll ich jetzt meine Maus anschließen? Oder wenn ich die Maus anschließe, externe Festplatte, USB-Stick, alles Drucker, nicht möglich. Alles sowas. Aber dann ist das natürlich die Rettung. Auch beim Desktop-Rechner, man hat ja oft bei den Tower-PCs, wie man ja auch sagt, vorne 1, 2 Anschlüsse, der Rest ist hinten. Du musst also immer auf die Knie hinter den Computer rechnen, wenn du irgendwas Zusätzliches einstecken willst. Jetzt machst du halt aus dem 1, 2 Anschlüssen vorne die erweiterste auf 4 und dann ist dir schon auch sehr, sehr weitergeholfen. Aber für 5 Euro ein USB-Hub, das ist der Wahnsinn. Das ist großartig. Das ist einfach auch ehrlich gesagt völlig egal, welches System Sie da haben. Er wird automatisch erkannt, nennt sich Plug and Play in der Fachsprache. Ganz einfach einstecken und los geht's. Muss also keine Treiber installieren oder sonst irgendwas. Einfach reinstecken und ab geht die Luzi. Für Windows, für Mac und natürlich auch für Linux, also für alle gängigen Betriebssysteme bestens geeignet. Und der Benjamin aus Heidelberg, der schreibt uns, kann dieses Produkt sehr empfehlen. Zu diesem günstigen Preis kann man hier nichts verkehrt machen. Das Produkt funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Es macht nämlich aus einem freien USB-Anschluss gleich 4 Stück an der Zahl. Und auch der Datentransfer ist amtlich. Du kannst hier bis zu 480 Mbit übertragen und ist sogar abwärtskompatibel bis USB 1.0. Sehr schönes Teil. Also klein und kompakt. Ich weiß, im Fachbetrieb zahlst du für sowas auch gern 10, 15, manchmal sogar 20 Euro. Ja. Für 5 Euro ein unbedingtes Muss eigentlich für jeden, der einen Rechner zu Hause hat. Ob das Desktop ist mit zu wenig Anschlüssen oder eben auch der Laptop. Die oftmals die älteren, aber auch die neuen Geräte natürlich minimalistisch ausgestattet sind, was USB-Anschlüsse betrifft. Und dann kann man das erweitern. Bestellnummer ist die PX1970 und die 569 aus einem Mach 4 an dieser Stelle. Möchtest du noch mal buzzern? Ja, komm. Irgendwann muss es ja klappen mit meinem Spielzeug.
Obwohl, das war jetzt auch schon Computerspielzeug, ja? Ja, so ein Stück weit. Das ist für Nerds war das jetzt, also für Computerfreaks war das absolute Spielzeug. Aber erinnere dich daran, was ich eingangs gesagt habe. Pearl TV ist stark, gerade bei solchen Adapterlösungen, bei so kleinen Helferlein im Alltag, die dir zum Teil den letzten Nerv rauben können. Bei Pearl bekommst du sowas. Das ist ein Messerschleifer, oder? Ja, den will ich. Ja? Du magst scharfe Messer, müssen wir uns Gedanken machen, Diana. Das muss immer scharf sein, okay. Weil das macht keine Lust mit... schlechte Messer, was schneiden. Jetzt sage ich euch aber, warum ich gerade gesagt habe, ich will den. Weil das ist ein Messerschärfer. Ich muss andersrum anfangen. Carsten, meine weißen und schwarzen Messer, die ich habe, die findest du doch so genial. Die sind höllisch scharf. Was ist das für Material? Das ist Keramik. Richtig. Und mit normalen Messerschärfern kannst du nur Stahlmesser schleifen. Ja. Hiermit kannst du Stahlmesser und Keramikmesser schleifen. Ah. Weil das ist mit einem normalen Messerschleifer nicht kaputt. Da machst du nämlich die Keramikklinge kaputt. Ja. Die muss man wesentlich seltener werden. Ein Keramikmesser hat, weiß das, wesentlich seltener schleifen, aber irgendwann werden die auch stumpf. Mhm. Und dann kannst du hier mit diesem Gerät Keramik als auch Stahlklingen eben wieder die nötige Schärfe verleihen. Aber ich bedenke, ich mache auch sehr gerne, arbeite sehr, sehr gerne, fast nur noch mit meinen Keramikmessern. Mhm. Aber ich habe keine Möglichkeit, die, wenn sie mal stumpf sind, zu schleifen. Ja. Hiermit, also ich werde mir den auf jeden Fall holen, hiermit Stahlmesser und Keramikmesser. Und was ich hier auch schön finde, es gibt ja diese Schleifstäbe. Da hast du immer das Problem, mit welchem Winkel. Ich habe noch nie bei mir funktioniert. Meine Messer sind immer stumpfer als vorher. Hier ziehst du einfach durch und das ist perfekt. Ja? Ich sehe hier 1 und 2. Ich denke mal einmal der grobe Schliff und dann nochmal zum Entgraten, also der Feinschliff. Richtig. Stufe 1, die ist ja beschriftet, zum groben Schleifen und Stufe 2 zum feinen Abschleifen und Polieren. Der Schleifwinkel steht auch hier, wird automatisch gehalten und es ist für rechts als auch für Linkshänder, also von links als zu rechts zu benutzen, zu gebrauchen und langlebige Diamanten. Schleifsteine. Hier steht eine Lebensdauer bei normaler Nutzung von 5 Jahren. Also das ist mal 5 Jahre für scharfe Messer für 5 €. Das ist mal ein Angebot. Nehme ich sofort. Jetzt wollte ich mal eins wissen hier. Gerade wenn du Messer schärfst, ist eine ganz schön scharfe Angelegenheit. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich wollte mal wissen, ob der tatsächlich auf dem Tisch oder auf einer Arbeitsplatte hält. Aber der rutscht ja kein bisschen. Der hat eine rutschfeste Unterlage. Also für alle, die Keramikmesser haben, ein unbedingtes Muss. Stahlmesser gehen natürlich auch, aber das ist normal schwer, mit den herkömmlichen Schleifern Keramikmesser zu schleifen, beziehungsweise eigentlich unmöglich. Die Bestellnummer für unseren Diamant-Handmesserschleifer ist die NX7856 und die 569. Der wird bei mir auf jeden Fall Einzug erhalten. Ja, das glaube ich dir. Die Keramikmesser sind wirklich großartig. Ja. Ich denke auch mal drüber nach. In der Anschaffung ein bisschen teurer, aber ich finde, das lohnt sich. Es lohnt sich. Besonders richtig. Dann, wenn du noch einen vernünftigen Messerschärfer für 5 € bei Pearl TV bestellst. Wir gucken mal nach, was jetzt noch kommt. Hast du denn jetzt endlich mal ein schönes Spielzeug für den Ralf? Wir reden auch nicht mit jedem, ne? Das ist was. Dankeschön. Normalerweise das ist für mich, aber okay, du kannst ein bisschen, ja. Und bekommst du es? Ach, ja, was will ich denn auch damit? Okay. Ich kann es zwar mal probieren, aber ich weiß, die Damen schwören drauf. Nutzen, bitte schön. Ja. Hopp. Ich habe auch eine. Ich nehme die schwarze. So. Okay. So, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das ist eine selbstentwirrende Haarbürste. Also ich lerne ja auch dazu. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, ein Zweierset. Ja, ist richtig. Zwei Stück. Und Diana hat mir mal erzählt, dass es die natürlich auch ganz regulär in Märkten zu kaufen gibt. Aber Diana, was hast du gesagt? Das ist diese... Ich weiß nicht. Entwirrend. Genau. Ja. Und normalerweise eine kostet über 40 Euro. Eine. 40 oder 14? 40. 40 Euro? Genau, eine. Also und schon hier heute, wir haben nur 2er-Set für 5 Euro. Wir kennen das auch, wir Männer kennen das, wenn die Frauen sagen, oh, ich muss wieder Spülung oder was weiß ich in meine Haare machen, sonst komme ich mit der Bürste nicht durch. Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Das ist entwirrend. Oder wer kleine Kinder hat mit langen Haaren, also die Mädels, Kinder, wenn man da durchfährt, super. Das zipft die einmal. Die heulen beim Bürsten teilweise. Ja. Also da ist so eine entwirrende Bürste mit Sicherheit richtig. Wenn Sie lange Haare haben oder Kinder, oder Enkelinnen mit langen Haaren haben, probieren Sie es mal aus. Ich glaube, damit wird es wesentlich einfacher. Und also du bist jetzt ein paar Mal drüber gefahren, aber dein Haar glänzt richtig, oder meine ich das nur? Ja, das wird und viel lockerer und glänzender. So viele Haarspray habe ich jetzt im Haar und guck mal, wie geht das leicht. Ich nutze das jeden Tag. Ich habe einen im Auto, einen, eine Tasche, zweite Tasche, zu Hause, bei der Arbeit. Also besser mehrere bestellen. Das ist super Geschenk für Frau, für Tochter, für jeden. Super. Also wir müssen sagen, für 5 € bekommen Sie 2. Die eine in schwarz, die andere in pink.
Pink. Ja? Und wenn du jetzt sagst, du hast überall, denke ich mal nicht, dass du die regulär gekauft hast, sondern mal bei uns in der 5-Euro-Show. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir die vor 3-4 Monaten schon mal in der 5-Euro-Show hatten. Also die schwarze, die pinke, das sind zwei für 5 Euro statt eine für 40 Euro. Und man sieht hier schon, also ich kann es jetzt bei meinen Haaren nicht ausprobieren, ja, aber man sieht hier schon an der Borstenstellung, dass da was ganz Besonderes ist. Definitiv. Also entwirrend ist die Bürste, verwirrend ist der Preis von 5 Euro. Und man könnte meinen, das glaubt man eigentlich gar nicht, doch man tut es. Denn der Preis liegt hier bei 2 Stück, bei gerade mal 5 Euro. Hilft wirklich gut, schreibt die Melina aus Nürnberg. Zieht nicht am Kopf, eine tolle Idee. Sollten Sie mal ausprobieren, wenn Sie es noch nicht kennen. Mit der Bestellnummer NX8842 und der 569. NX8842 und der 569. Und nochmal, auch wenn es unglaublich erscheint, es ist ein Zweier-Set, 2 Stück davon. Du, für gerade mal 5 Euro. Wir kaufen uns das und schenken es Paul. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Also gut, das ist Paul, eine gute Idee. Du bekommst eine neue Haarbürste. So, und wir machen weiter hier mit, wenn Sie nicht wissen, wer Paul ist. Paul ist einer unserer Lehrlinge, der gerade... Saskia auch. Was nochmal? Saskia, ja, Saskia hat ja normal lange Haare, aber bei Paul, die wachsen gerade. So. Nein. Ich werde gerade über die Regie zerrissen. Ich habe das ganz anders gemeint. Unsere Saskia hat die längsten Haare, die ich jemals gesehen habe. Ja. Aber ja, okay, gut. Wechseln wir das Thema. Wir kommen zu einem... Uhr. Wir kommen zu einem Wecker. Mal Wecker. Da, schau her. Wir kommen. Das war jetzt... Ja, ich bin der Übergangskönig heute hier. Irgendwie müssen wir da rauskommen. Du, aber ich finde das ja klasse. Das ist so ein Nostalgie-Look, oder? Ja. Ah, das ist so absolute Nostalgie. Das absolut. Das, ja, Entschuldigung, bitte. Ja? Wir hören gerade Retro-Design. Ja, wenn mal eins brandaktuell ist, dann Retro-Design. Egal, wo man hinschaut, man sieht dieses Retro immer wieder. Und diese Digitalgeschichten und so weiter, alles schön und gut. Wer modern eingerichtet ist, toll, keine Frage. Aber Retro ist das neue Schick, muss man ganz klar sagen. Und mir gefällt der richtig gut. Das ist hier, ich meine, gut, wir haben beides hier aber sogar, oder? Wir haben eine analoge Anzeige und eine digitale Anzeige. Ja, die digitale zeigt dir aber die Temperatur, nicht die Uhrzeit. Ach so, ich wollte gerade sagen, ganz schön schnell. Also wir haben jetzt nicht 25 Uhr. Ja. Ja, aber ich finde das klasse. Es ist ein Quarzwecker, der ist nachleuchtend, also auch nachts durchaus abzulesen. Wollte ich fragen, das aber unten drin ist ein Digitalthermometer, also du hast auch die Raumtemperatur immer im Blick. Ich finde das auch schön als Reisewecker, der ist klein, handlich. Schön leicht vor allen Dingen, ja. So, jetzt Diana, was wolltest du sagen mit der Beleuchtung? Ich möchte, dass wir machen Licht aus und dann sehen wir, wie leuchtet das. Dass er nachleuchtet. Das. Oh, genau. Müssten wir kurz das mal unseren Lichtmensch. Magie, Magie. Das war das. Uff, und Licht geht aus. Jetzt. Tada. Zeig mal. Jetzt. Ja, oh, das sieht richtig schön aus. Ja. Oh ja. Das ist der Wahnsinn. Ohne Eigenenergie. Aha, ich hoffe, das kommt gesagt bei Ihnen rüber. Das Nachleuchtende hier. Und die Fragen, ja, was aber es ist dezent, es ist nicht aufdringlich. Also wenn du sowas mal auf dem Nachttisch stehen hast, dann stört es nicht. Anders als zum Beispiel die Beleuchtung eines Handys. Wenn du mitten in der Nacht um 3, 3:30 oder sowas mal eben kurz auf die Uhr schauen möchtest, machst du eben das Handy-Display an, bist du blind. Mhm. Kennt, glaube ich, jeder, der ein Handy besitzt. Bei so einem Wecker jetzt, jeder ist nachleuchtend. Das heißt, du kannst auch mal in der Nacht, in der Finsternis, immer noch hervorragend die Uhrzeit ablesen und wirst nicht gleich geblendet von der ganzen Geschichte. Mhm. Die Temperatur finde ich ganz hervorragend. Und Weckzeit lässt sich hier ganz einfach mit einem Rädchen im hinteren Teil einstellen. Auch hier muss ich sagen, ja, ich liebe das, weil du es einfach einstellst. Die elektronischen heutzutage, da wirst du wahnsinnig, bis du nur die Uhrzeit eingestellt hast. Und sowas eben im Retro-Design, aber jetzt zusätzlich noch mit Temperatur und Anzeige einfach toll. Die Bestellnummer ist die SD5432 und die 569 zu Hause. Ein bisschen Nostalgie wieder auf den Nachttisch oder dann natürlich als Reisewecker. Und ich höre gerade, unser Preisalarm ist auch schon sehr stark nachgefragt. Ja. Das war diese Frischhaltedose. Dose XXL für Wurstwaren oder Schnittgut, auch Käse. Also da bitte schnell sein, wenn Sie noch was abbekommen wollen. Aber der Wecker, der gefällt mir auch. Der funktioniert und vor allen Dingen sagte uns, wir sind gleich am Ende unserer Sendezeit, der 5-Euro-Show angekommen. Ja. So, ich muss meinen Messerschleifer aufstellen. Dann tu das. Mhm. Ich verrate Ihnen in der Zwischenzeit nochmal, wie Sie Ihre Lieblingsartikel bestellen können. Sie tun das gebührenfrei unter 0800 51 51 und 3x4. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.